Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen. Ja, hier ist ja mal ein kleiner Vlog, wie versprochen. ja, ich muss in der Stunde zur Arbeit und dachte mir, ich gönne mir erstmal einen Kaffee und ja, hau erstmal den ersten Vlog raus. Ich weiß überhaupt gar nicht richtig, was ich labern soll. Einfach mal so eine kleine Ankündigung für euch, dass es jetzt auf jeden Fall öfters passieren wird. Sowas einfach mal, um ein paar Videos rauszuhauen, dass ihr auch ein bisschen mehr von mir seht, vielleicht auch ein bisschen privat von mir mitbekommt. Und ja, was gibt es eigentlich noch großartig dazu zu sagen? Ich zeige euch jetzt erstmal hier kurz, wo ich eigentlich wohne. Also was heißt, wo ich wohne, das könnt ihr ja eh nicht sehen, aber guckt euch mal diese Aussicht an hier. Ist das nicht ein Traum, meine Freunde? Ja. Das hier ist auf jeden Fall, wo ich wohne, meine Stadt. Auf jeden Fall nach wie vor, auch nach der Lehre, wo ich dann ewig weit weg gewohnt habe, habe ich mich dann wieder entschlossen herzuziehen, weil es ist einfach die geilste Stadt der Welt und meine ganzen Freunde sind hier. Und ja, so viel zu meiner Ortschaft. Hier ist natürlich mein PC, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, beziehungsweise ich hatte ja mal so ein kleines Equipment-Video gemacht. Das ist auf jeden Fall mein Aufnahmestudio. Sieht natürlich wieder aus wie so, ist ja klar. Ja, und hier ist mein Wohnzimmer. Also wird jetzt keine krasse Roomtour oder so, aber das ist mein Riesenfernseher. Guckt euch den mal an. Ja, das sind 60 Zoll, Alter. Von Grundig. Mega nice. Wie man schon sehen kann, meine Frau, die ist in Sachen Dekoration mega krass drauf. Die hat das richtig drauf, Mann. Da stehen natürlich Staubsauger, Ordnungsfanatiker sind wir auch. Und ihr habt ja schon meinen Hasen kennengelernt, also einen von den zweien. Wir hatten gestern Käfigsauger gemacht, der sieht natürlich jetzt wieder richtig dreckig aus. Ich drehe mal gerade die Kamera, stelle kurz mal Kaffee hin, dann könnt ihr euch die mal anschauen. So, meine Freunde, guck mal, hier sind sie. Meine zwei Schubis, das ist Hoppel und Brownie. Die haben natürlich den Käfig wieder komplett unordentlich gemacht, so wie man sie kennt. Na, da ist sogar noch die Schippe vom Saubermachen und so. Und jetzt kommen wir zu unserem jüngsten Mitglied von den dreien. Der klopft hier schon blöd rum. Guckt euch den mal an, das ist unser Rocky. Guck mal, da kommt da schon ein Käfig. Ist der nicht süß, Mann? Ja, das sind alles Zwergwider. Er ist eine andere Sorte wie die anderen beiden, das ist ein Spitzkopf. Ich glaube, das gefällt mir hier gar nicht, weil ich gerade Videos drehe. Ja, viele würden jetzt behaupten, dass der so ein riesiges Käfig hat alleine. Da könnte man auch ein Schild schreiben, mein Lieblingshase. Nein, ist es nicht. Das ist der Lieblingshase von meiner Mom. Und der ist nicht kastriert, deswegen ist er so unruhig. Das wird aber demnächst passieren. Und deswegen, der rannte immer blöd durch den Käfig und hat hier die Gitter angekaut. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es höchste Zeit wird, Alter. Ja, auf jeden Fall, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Die anderen beiden kriegen auch so diese Käfigserfindung. So, das war eigentlich so mal ein kleiner Einblick von meiner Bude. Und ich drehe nochmal kurz das Bild. Ich werde, glaube ich, auch nicht so viel schneiden. Ich glaube, im Vlog macht man das auch nicht. Keine Ahnung, ich bin ja nicht so der krasse Vlog-Typ, um das urteilen zu können. Ne? Auf jeden Fall, das wird jetzt auf jeden Fall öfters kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht nehme ich auch dem nächsten Mal mit ins Auto, damit ihr auch mal seht, was für ein Auto ich fahre. Das ist auch ein cooles Teil und so. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen traumhaften Tag und ich gehe jetzt zur fucking Arbeit. Ich kann schon wieder kotzen. Aber danach, wie schon gesagt, heute ist der letzte Tag und dann Urlaub. Also haut rein, bis dahin. Servus, alter Schwede.